Herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und wir sind immer noch hier bei den Sehenswürdigkeiten und versuchen jetzt mal die 100 voll zu machen, die es hier gibt. Und jetzt bin ich gerade schon fast vorbeigelaufen. Mal ein bisschen Hotel näher ran. And Spa. Da sind wir beim Lexington Hotel. Soll ich vorlesen? Ich sitze näher dran so ein bisschen. Ach so, jetzt sind wir wieder hier im Dings. Capones letzter Stopp, bevor er im Jahr 31 wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde. Und so weiter und so weiter. Diese Mafia-Geschichten können wir, glaube ich, ein bisschen überspringen. Die sind immer nicht so spannend. Ja, okay. Nicht mal vor der Steuerfahndung war er nicht mal in Geheimgängen sicher. Das Lexington Hotel also. So, 70 haben wir. Wir sind jetzt hier im Süden der Stadt und arbeiten uns jetzt mal einfach nach Norden vor. Genau. So nach und nach. Überall noch weiße Haken, auch ziemlich viel beieinander. Die müssen wir alle mal holen. Genau, und fahren das jetzt mal ab. Weg da. Weg da, alle. Wir müssen durch schnell. Wir haben 31 Sachen auf der Liste. Hier, zack, zack, muss das jetzt gehen. Will unbedingt Sehenswürdigkeiten sehen. Ein Sehenswürdigkeiten-Suchti. Oh nein. Aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir wie alle er DedSec so vorgelesen hat, extra. DedSec, als würde er nicht wissen, was es ist. Der nie dagewesenen Zugang zur CTOS-Datenbank gewährt, um DedSec-Mitglieder zu finden, so, zu hier verhaften links. Und ihre hat. Guck mal, hier sind direkt vier auf einem Haufen. Was da los ist. Was soll das denn hier? Ein bisschen näher hier ran. Da ist es schon. Palancor. Correctional Center. Seit fast 40 Jahren ist dieses geometrisch interessante Gebäude ein einzigartiges, aber imposantes Symbol für Recht und Ordnung in Chicago. Obwohl viele Gefangene versucht haben zu fliehen, konnte keiner von ihnen die Freiheit lange genießen. Ich selbst hatte das Gebäude sogar für recht hübsch. Aha. Okay. Wer auch immer diesen Kommentar da geschrieben hat. Ich finde das Gebäude ziemlich hübsch. Ich finde das sehr gut. Oh, genau. Jetzt bin ich wieder am Auto vorbeigelaufen. Ey, park mich doch hier nicht ein. Ich glaube, du brauchst es auch gar nicht. Eigentlich, nee, eigentlich kann ich auch laufen. Ja. Aiden ist heute nur lauffaul. Was haben wir denn hier? Da muss ich irgendwie auf den Innenhof noch, oder was? Der muss hier um die Ecke, glaube ich, einmal nur ums Gebäude rum. Aha. Jetzt müsste es gleich kommen. Da ist es schon. Das Raven Building. Okay. Viele Säulen. Das große Feuer von 1871 vernichtete einen Großteil von Chicago, darunter auch das Rathaus. Das Raven Building wurde daher zeitweise zum Sitz der Stadtregierung, während Chicago wieder aufgebaut wurde. Ja. Okay. Niemand wurde je für dieses Verbrechen angeklagt. Also alles ist hier immer irgendwie mit Verbrechen und mit Dings in Chicago schon historisch belegt. Oder belastet, besser gesagt. Ja, scheint eine kriminelle Ecke zu sein hier. Wobei ich eigentlich dachte, dass Chicago eigentlich jetzt gar nicht so gefährlich sein soll, oder? Doch, doch. Ich glaube, Chicago hat schon eine ziemlich hohe Verbrechensrate. Das WKZTV, das hatten wir doch schon mal, oder? So hatten eins, aber ein anderes jetzt. Ach so, ja, okay, hier ist jetzt das Cable-Car-Bezirk fahren. Im Herz von Chicago, dann ist der historische WKZTV ihr Nervenzentrum. Okay. Ja. Funkturm auf der Spitze des Gebäudes. Und die erste Nachricht war ein Zungenbrecher. Fischers Fritz fischt frische Fische. Und wieder umgekehrt. Da lauf mal nach rechts weiter, da ist direkt der nächste. Auch jetzt gerade das Verbrechen da nicht mitnehmen. Aber wir haben ja so viel zu tun. Das können wir kurz mitnehmen. Geld kann man immer mitnehmen hier für den Aiden. Der muss ja auch seine ganzen Versicherungen und so zahlen. Und der verursacht eine Menge Schäden. Seventh Federal Bank. Ein großes altes Gebäude, das schon einige Diebe gesehen hat. Eines Tages im September 1933 benutzte der Bankräuber Alvin Karpis Maschinengewehre und Rauchbomben, um die Bank auszurauben. Ja, auch wieder ein mit sehr viel Verbrechen belastetes Gebäude. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alle. Dann kannst du mal auf der Map gerade gucken, wo es weitergeht. Weiter oben am besten. Da ist direkt Wieder hier. Dann machen wir da weiter. Jetzt kannst du dir, glaube ich, auch ein Auto rippen, weil es doch ein bisschen weiter ist. Schön, schön. Ich vermisse ja immer noch ein bisschen die Palmen von LA und den Pool. Ja, die sieht man hier auch leider gar nicht. Ja. Also Palmen gibt es hier in Chicago leider auch nicht. Irgendwie nicht. Es gibt nur Laubbäume, ganz viele.
die auch irgendwie alle ihre Blätter verlieren. Hey. Geht's noch? Man kann auch gehen, ohne die Leute über den Haufen. Entschuldigung. Nee, ich nicht. Miller's Rail Bar. Aha. Die Miller's Rail Bar geht zurück auf eine Zeit, in der solche Etablissements noch illegal waren und ist ein klassischer Pub im Herzen Chicagos. Hier findet jährlich das inzwischen berühmte Shepherd's Pie-Wettessen statt. Feinschmecker aus der ganzen Welt kommen am 14. Juli in die Bar, um zu sehen, wie viel Fleisch, Zwiebeln, Stampfkartoffeln und Soße sie essen können. Eine fantastische Tradition, aber kein guter Tag, um die Toiletten des Pubs zu benutzen. Ja, da haben sie wohl recht. Guter Hinweis. Ja genau, renn einfach mal weiter, da ist ja direkt das Nächste. Ja, einmal hier unten drunter durch, durch diese Unterführung. Oh, Klausi. Oh. Worüber reden wir? Ich habe gesagt, ja. Ah, okay. Hat sich doch nicht so gelohnt. Aber immerhin, 800 darf man sich nicht drüber beschweren. 1800. Schon besser. So, was haben wir jetzt hier denn für eine Sehenswürdigkeit? Wieder ein höheres Gebäude. Oh, falsch. Da wollte ich hin. Chicago Commerce Building ist der Ort, an dem sich die Daytrader der Stadt aufhalten. Oben auf dem Turm steht eine Statue von Ceres, der römischen Göttin der Landwirtschaft. Denn Sie wissen es, Daytrader sind die Farmer des 21. Jahrhunderts, glaube ich. Aha. Interessante Theorie. Ist ja wirklich jetzt nicht so eine tolle Sehenswürdigkeit. Oh, die unten dürfen wir nicht vergessen. Das müssen wir wieder runter. Oder wollen wir doch erstmal die in der Nähe hier machen? Ja, mach ruhig die alle erstmal weg, wo du gerade da bist. Wir können ja von rechts nach links das Ding hier clearen und dann nochmal nach ganz oben. Was ist das nur? Fragt sie sich. Siehst du die Kugel? Behalte sie im Auge und sag mir, wo sie ist. Der Hütchenspieler, auf den fallen wir nicht mehr rein. Den haben wir nämlich schon besiegt. Mit dem Irish zusammen. Jetzt hätte ich mir doch besser das Auto genommen. Ja, ist ein Stück weiter jetzt hier. Sind immer noch über 100 Meter. Wenn hier irgendwo eins rumsteht, kannst du es noch nehmen. Ja, aber jetzt noch eins rufen. Ja, was ist denn hier los? Wie er sie einfach anfährt. Ganz dreist. Gibt's ja nicht. Ganz, ganz dreist. Hier sind auch wieder direkt zwei auf einmal. So, einmal hier wieder. Ein typisches Gebäude für Chicago. Aha. Lombardo-Mord. 1928 hatte hier stattgefunden. Ja. Okay, also hier wurde richtig... War wieder ein Capone-Vertrauter, also wieder ein bisschen Mafia-Geschichte, genau. Ich habe die Rüben weggeschossen. So, 77 haben. Dann wechseln wir kurz die Straßenseite. Ja, wir kommen voran. Wieder Aiden hier innerhalb von insgesamt 3-4 Tagen. Alles mit. Alles sich angucken will, was geht. Weiß wieder einer nicht, was er von uns halten soll. Oh, das war wieder ein Ding. So ein andingsfreies Schalt. Weiß gerade nicht, wie die hier nennen. So, und was haben wir hier? Haymarket Square. Eskalierte eine Demonstration von Arbeitern, die höhere Löhne verlangten, als eine unbekannte Person eine Bombe auf die Polizei warf. Es entbrannte eine Schießerei, bei der 8 Polizisten und eine unbekannte Anzahl von Demonstranten ums Leben kamen. Okay, das ist also alles hier passiert, an diesem Ort. Und da oben geht's dafür kriegt man auch noch ein Abzeichen, das Wort habe ich eben gesucht. Ach, ein Abzeichen. Ah. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen random hier gemacht, ne? Für manche Sehenswürdigkeiten bekommt man dann sowas einfach noch so dazu. Ja. Und bei den meisten aber nicht. Terminvereinbarungen und Erinnerungen. Das sieht gerade ziemlich cool aus da oben. Ja, ist ziemlich hoch da vorne alles. Und hier ist direkt die nächste Sehenswürdigkeit. Schon. Das Plain Street Police Station ist hier. Aha. Eine sehr aufgewühlte Patrick... Prendergast besuchte das Haus des Chicagoer Bürgermeisters Carter Harrison. Und er wurde Sehnsucht zum Schluss. Gab drei Schüsse auf ihn ab und flüchtete. Genau. Durch Eng. Hingerichtet. Sehr schön. Der Herr Patrick Prendergast, Pender. Irgendwie Penner, irgendwas. Okay, 79. Karte. Mhm, dann gehen wir doch mal nach hier. Und. Moment. Ist direkt da vorne, da kannst du jetzt schon schnell hinjumpen. Das geht, ne? Das Nachts geht. Läuft der Aiden sowieso gerne durch die Stadt. Ist nur nicht so ein Tagmensch. Ja, so ein Nachtmensch, der Aiden. Rechts ist auch direkt wieder noch eins. Geh mir aus dem Weg. Hey, pass doch auf. Wer ist das hier? Ach, das ist das hohe Gebäude hier. Scheinbar. Hier jetzt dann.
nein, das glaube ich nicht. Oh nein. Der Wall Tower. Dieser Wolkenkratzer ist berühmt dafür, der Hauptsitz zahlreicher Banken und Energiefirmen zu sein. Die Radioshow Wait, Wait, Don't Tell Me wird hier wöchentlich im Auditorium aufgezeichnet. Und nein, ihre Augen spielen ihnen keinen Streich. Der Turm soll krumm aussehen. Aha. Da haben wir die 80 voll. Und es geht direkt 20 weiter. 20 fehlen. Zack, 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 gespurtet über die Straße. Einmal da hier stehst du schlecht. Ecke. Madame. Rat's bloß keinem. St. Jude Police League. Mitten in der großen Depression, der Prohibition und der Herrschaft von Al Capone gründete das Chicago Police Department die St. Jude Police League, eine wohltätige Organisation, die im Dienst getötete Beamten ehrte und deren Familien unterstützte. Gute okay. Sache. Ja. Ja? Ist auch wichtig. Genau, und der Al Capone hier, als der Al Capone hier noch sein Unwesen getrieben hat, musste sich ja irgendwer um die Hinterbliebenen kümmern. Hm. Die können wir hart abkürzen gerade. Überall diese WKZ-Werbung ist echt mittlerweile der einzige Sender hier in der Stadt. Das sollte ja, ja. einem ja zu bedenken geben. Das ist ein bisschen monopolmäßig genau. irgendwie. Geht's noch, Alter? Ich brauch's doch nicht. Boah, ein Verbrecher hinter dir, holen dir. Da. Ich will nicht sterben. Obwohl, der ist schon jetzt, musst du wieder ewig in die andere Richtung rennen. Ja. Soll ich ihn umballern oder ist das schlecht? Nö, ach komm, hol dir schnell, was soll's. Fahren wir halt das Stück wieder zurück. Das ist eigentlich gut für unseren Ruf, weil den habe ich ja in der letzten Folge mit der Autofahrstil ein bisschen versaut. Ja, komm, dann holen wir ihn schnell. Hinterher gerannt. Und gleich wird er umgeschubst. Der ist auch fix unterwegs. Weg, ja. Eben, leg mal den Zahn guck zu jetzt. Guck dir mal so über die Schulter. Wird nervös langsam. Ich weiß nicht, was ich von all den Kameras halten soll. Ja, das weiß niemand so richtig, was man hier von den ganzen Kameras halten soll. Oh, da bist du nah. Oh, was macht dann jetzt wieder runter? Komm schon. Da ist er. Sehr, sehr gut. Alles klar. Tschö. Verbrecher neutralisiert. Da vorne steht sogar ein Auto. Und da sind wir wieder Rächer. Ganz, ja. ganz knapp. Endlich. Die Musik ist gerade noch so ganz angespannt irgendwie, ne? Ja. So atmosphärisch. Oh. Oh. So, nächste Sehenswürdigkeit. Ah, ein Stück später. Ein paar Meter nach vorne. Die jubeln schon, die Bürger Chicagos. Boah, das sieht krass aus, auch von hier unten. Ja, so gut wäre es aufgefallen. Ne? Sieht schön aus. Carding Center. Carding Center ist ein architektonisches Wunder der Postmoderne. Dieses Regierungsgebäude besitzt ein großes Atrium und offen konzeptionierte Büros, die die Transparenz der Regierung symbolisieren sollen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich an dieser Stelle mit den Augen rolle. Aha. Okay. Hier sitzen sie also rum den ganzen Tag. Aber die Bürger diskutieren alle über die hier über die sozialen Medien und über die, überhaupt, wie es hier weitergehen soll in der Stadt und so, über die ganze Kontrolle und die Sicherheit. Jedes ja, zu Recht. Das man mitbekommt, zu Recht. Irgendwie darum. Werden sich immer mehr den Gefahren bewusst, die das Ganze mit sich bringt. Muss ja auch mal sein, scheinbar. Die sind ja bisher alle sehr blauäugig unterwegs hier. Cree Theater. Aha, das wurde 1910 erbaut und ist damit eines Theater. Der ältesten Bühnen der Welt. Es ist eines der letzten üppigen Doppeldecker-Theater der Welt und auch berüchtigt für seinen kurzen Lebensabschnitt als Kino für Softpornos. Aha. Nachdem es von einer Behörde Denkmalpflege gekauft wurde, keine Sorge, alle Sitze wurden neu gepolstert. Das ist wichtig. Gut. Ja, da waren wir ja auch in den USA bei diesem Pornoradiosender zusammen mit Saraza und dem Rob Bubble und so. Das war auch, sagen sie euch Leute. Das war echt verrückt. Das war ganz schön creepy. Das war wirklich ganz schön verrückt. Aber gut, eine man muss ja alles mitnehmen, ne? Situation. Ja, was die da so erzählt haben alles und wie offen. Das war echt crazy. So, weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Könnt ihr euch auf der Menschen angucken, falls euch das interessiert, genau. Ja, genau, so viel sei noch erwähnt. Jetzt fahren wir mal
einmal die ganze Straße vor hier. Gerade gar nicht aufgepasst, wie viel wir haben. Aber guck mal, wir haben $542.000 mittlerweile. Ganz schön viel, da kann der Tommy ein paar Runden pokern gehen. Ja, kann also die 100.000er Runden irgendwann nochmal so spielen. Die brauchen wir jetzt für die 100% zwar nicht, aber er wollte sie ja unbedingt nochmal machen. Brauchen wir noch für irgendwas das Geld? Wir könnten mal alle Autos noch freikaufen, die wir schon mal kaufen können. Vielleicht gibt es auch noch ein paar. Aber das braucht man ja nicht für die 100%, oder? Oder braucht man das auch? Nee, das braucht man nicht. Aber dann haben wir es halt. Ah, das Connelly Center, oder wie? Ach, Connelly Square, ist ganz schön groß. Das ist das, was du vorhin meintest, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon, genau. Boah. Klick mal drauf, irgendwann. Ja, ich war noch kurz so überwältigt. Du warst so überwältigt. Hä, warum steht jetzt hier Willis Tower? Die Spitze der Welt. Okay. Mit 442 Metern das höchste Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein lustiges Feature des Willis Tower ist das sogenannte Sky Deck, wo man spürt, wie der Turm im Wind schwankt und den Ausblick auf Michigan, Wisconsin und Indiana genießen kann. Und für die ganz Wagemutigen hat der Turm auch Glasbalkone, damit man sehen kann, warum man Angst vor so großen Höhen haben sollte. Ah, okay. Das passt auch wieder gut zu Amerika, als wir auf dem Status 4 oben waren. Das war auch ziemlich spannend und verrückt auch. Das war es in der Tat. Und Sarah einfach runtergesprungen ist. Ja, einfach, aber auch ohne zu zögern. Ja. Zack. Und weg war er. Das war echt ganz schön krass da oben. Oh, ich habe wieder nicht aufgepasst, wie viel es jetzt waren. Ich habe leider auch wieder jetzt zu schnell geklickt. Jetzt werden wir uns beide drauf konzentrieren gleich. Hey. Achtung, ich muss doch hier durch. Haben doch keine Zeit. Ich mach doch Sightseeing. Achtung. So macht man halt Sightseeing heute. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist modernes Sightseeing. Ja. Ein ins Auto, hin, ein Foto, nächstes. Da, wo soll es denn hier sein? Da vorne. Die Bar hier. Die Bar vielleicht. Ja, scheinbar. Schwarzbrennerfabrik. Aha. In den 20ern. War dieses Lagerhaus die zentrale Produktions- und Verkaufsstätte von schwarzgebranntem Alkohol der berüchtigten Verbrecherfamilie, die Genner-Brüder bekannt war. Die konkurrierte beim Alkoholschmuggel mit der Northside Gang und so weiter und so weiter. Alkoholgeschmuggel. Aha. 85, da oben steht, das haben wir es auch mal gesehen. Noch 15 fehlen, dann haben wir alle 100 Sehenswürdigkeiten eingesammelt. Jetzt haben wir so, unten jetzt wirklich alles weg, Haben wir wirklich alles weg, genau. Gucken wir nochmal. So, da in der Mitte auch und da auch. Ich glaube, das ganze Ding ist clear. Das heißt, wir machen jetzt mal... Oben da weiter. Hier. Da, genau. Da fehlen noch überall welche. Weiter. Alles klar. Ah, jetzt haben wir eine kleine Spritztür vor uns. Und einen Ring gefunden. Oh, wir waren auch ziemlich lange nicht mehr bei diesem komischen Händler, wo man den ganzen Krimskrams verkaufen kann, den man so einsammelt in den Handschuhfächern und so. Ja, da ist einiges zusammengekommen wahrscheinlich mittlerweile. Können wir mal wieder machen irgendwann demnächst. Ich glaube, die irgendwann in der nächsten Folge schaffen wir es auch wieder alle zu dritt dann hier zu sein. Also, dass Tommy auch mit dabei ist und Tommy auch gleichzeitig... Ja, das denke ich auch. Dann machen wir das so wieder. Das war ja vor L.A. und Amerika und hier alles drumherum. Und Gamescom war das ja echt jetzt gerade alles ein bisschen improvisiert und verrückter auch als sonst. Ist es ja zugegebenermaßen gerade auch noch. Aber das ändert sich in naher jetzt Zukunft. Kommt der normale Rhythmus, geht jetzt wieder los hier. Während du hier einmal durch die ganzen Slalom cruist. Aber das ist echt ganz cool. Das lässt sich ganz gut... Das Auto hier, meinst du? Ganz gut kontrollieren. Ist halt nicht so überschnell einfach. Ja, der eine ging gar nicht, dieser ganz schnelle. Also ist auch lustig, aber auch ein bisschen schwer einfach zu kontrollieren. So, noch 200 Meter, dann sind wir da. Jetzt ganz im Norden der Stadt. Wo eben auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten fehlen. Zum Beispiel... Der Wurstbottich-Mörder. Oh Gott, das ist krank an. 1897 macht Adolf Lüttgert seine erfolgreiche Würstchenfabrik zum Schauplatz des Mordes an seiner Frau Luisa. Die Ermittler fanden ihren Schädel und einen Goldring mit den Initialen LL in einem Bottich in der Fabrik, obwohl ihm offiziell vorgeworfen wurde, seine Frau verbrannt zu haben. Sind die Gerüchte nie verstummt, dass er sie zu Würstchen verarbeitet hat. Boah. Daraufhin gingen die Verkaufszahlen der Würstchen stark zurück, bis die Fabrik schließlich geschlossen wurde. Kein Wunder. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Wirklich. Wer möchte denn schon Würstchen kaufen, wo er seine Frau reingearbeitet hat? Der komische Metzger. Mann, nimm deine Pfoten von der Hupe! Mal auf die Map. Ja, irgendwas ist gerade mit der Steuerung komisch. Wieso?
Guck mal auf die Map jetzt bitte, wo es weitergeht. Ja. Weiter rechts, da oben. Da genau. Oben geht's weiter. Ja, er bewegt sich gerade nicht. Er bewegt sich im Kreis gerade. Komisch. Irgendwie. Vielleicht, weil hat du was Gas gedrückt hast. Nee, wirklich nicht. Es war. Ja, nee, es war wirklich irgendwie komisch. Es war. Das Auto zu steuern funktioniert. So. Es sind echt überall immer diese Verbrechen. Die sind ganz schön aktiv hier, die Verbrecher. Und direkt da. Hanson Park. Als der Chicago South Club sich ausbreitete, traf er aus unweigerlich auf Widerstand durch Chicago Outfit und andere Gangs aus den Randbezirken. Ein Racheakt fand in der Nähe dieses Parks statt und obwohl keine Einigkeit über die Details dieses Angriffs herrscht, also ob Chicago Outfit verantwortlich war und wie viele Clubmitglieder ums Leben kamen, gab es nur einen Überlebenden. Was für ein Glückspilz. Ja, der einzige Überlebende bei einem Mafia-Gang-Überfall zu sein, ist allerdings auch verdächtig. Ja, wohl irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken. So, hier sind wir gleich schon wieder. Oh. Und Radioberichte. Will ich nicht hören. Lieber die Sehenswürdigkeit. Valentinstag-Massaker, Wachposten. Bugs Moraine war nicht in der Garage, als jemand den Befehl gab, die Mitglieder der Northside Gang mit Maschinenpistolen niederzuschießen, während Moran dankbar gewesen sein dürfte, dass die Schützen den kleinkriminellen Albert Weinschank für Moran hielten, war der arme Albert in dieser Hinsicht vermutlich ganz anderer Ansicht. Ja, war also ein Missverständnis sozusagen. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man bei einem Missverständnis abgeknallt wird. Ja, das stimmt. Aber guck mal, hier links ist auch noch direkt einer. Ach, Tatsache, das habe ich gerade fast übersehen. Können wir noch schnell mitnehmen. Ja, gut, dass du es gesagt hast, ich wäre jetzt weggefahren. Ach, komm schon. Lauf jetzt in die richtige Richtung. Tor musst du aufmachen. Ich mach wirklich nichts. Versuch's. Teste mal. So. Ist echt ein bisschen strange gerade. Als wäre da irgendwie der eine Knüppel ein bisschen kaputt. Egal, wir müssen es so durchziehen. Das ist halt es geht gerade so, aber man dreht sich halt öfter mal ein bisschen im Kreis. Valentinstag-Massaker schon wieder. Ach, okay, hier war das dann, oder was? Mhm. Scheinbar. Okay. Das ist echt jetzt gerade voll die Challenge, hier gerade zu laufen. Weil er immer ausbricht nach links und rechts. Als wäre man irgendwie ein bisschen betrunken oder so. Was ist mit dem Aiden nur los? Komm ins Auto. Jawohl. So, und Auto ist dann wieder kein Problem, ne? Das geht dann. Auto geht gut, ja. Ist komisch. Müssen wir jetzt zwischen den Folgen gleich mal den Controller ein bisschen... auf den Boden werfen, bis er wieder funktioniert. Werfen, genau. Niemand wurde verletzt, alles ist gut. Das Parkhaus ist jetzt also hier auch eine Sehenswürdigkeit. Da hier. War wieder irgendwas. Geburtsstätte des Chicago South Club. Aha, in dem Parkhaus gibt es eine Bar, also scheinbar, wo die damals sich gegründet haben. Oh, zurück zum Auto. Zurück zum Auto kam schon. Ah. Jawohl. So, und dann gucken wir direkt, wo die nächsten sind. Hier. Ist jetzt wieder ein bisschen fußläufiger alles. Ja. Oh, hier kann ich nicht durch. Aber hier ist ja gerade echt ganz schön wenig Verkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im echten Chicago so wenig los ist. Nee, das ist ziemlich unrealistisch. Wobei, was in L.A. ja wirklich krass war, da gab es ja wirklich keinen öffentlichen Nahverkehr, außer solche Busse. Ja, das stimmt. Das war und total abgefahren. Und die haben auch, die wurden von keinem benutzt, irgendwie. Also die sind einfach immer leer da rumgefahren. Und hier in Chicago gibt es zwar so eine Bahn, aber da ist bestimmt eigentlich schon ein bisschen mehr Verkehr. Staatsfeind Nummer 1 wurde hier niedergeschossen in dem Theater. John Dillinger, okay. Tödlich in den Hals getroffen und so weiter. Ich fahre jetzt das Auto immer direkt auf das Ding drauf. Ja, das ist sehr gut. Da muss man nicht so viel rumlaufen. Muss man nicht rumlaufen, weil... Man kann den Steuerungsbug dann jetzt ein bisschen umgehen. Nicht ganz genau geguckt, was es ist. Ach, direkt daneben ist noch eins.
Ach, das ist das kleine Häuschen hier wahrscheinlich. Guck mal, diese abgefahrene Burg hier. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, die sieht ja cool aus. Ja, ist echt cool, mitten hier. Mittendrin. Der Water Tower. Von Chicago wurde 1869 errichtet und ist eines der wenigen Gebäude in der Stadt, die das große Feuer überstanden haben. Ergibt auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Es schließt sich ein Wasserturm, oder nicht? Als er ihn erblickte, soll Oscar Wilde den Turm eine Monstrosität genannt haben. Was weiß, der schon? Ja. Der Water Tower, der gute Alte. Geht alle weg, da besser. Das kann ich nur gerade ausfahren, oder? Ja, genau. Da sind wir schon direkt am nächsten. Ja, war es gerade schon auch dran? Ja, er ist leider ein Stück weg. Ja. Obenines Blumenladen, der dem irischen Mafia-Boss Barbara gehörte, die dient ihr als geheimes Hauptquartier der Gang. Aha. Ah, okay, irische Mafia und Oscar Wilde, da schließt sich der Kreis. Ja, genau. So kann man es sehen, auf jeden Fall. Machen wir mal hier oben weiter. Die Karre gefällt mir auch sehr gut gerade, muss ich sagen. Wo ist es? Das ist auch hier wieder diese WKZ-Zentrale. Der läuft irgendwie in die andere Richtung. Ja, genau, der läuft immer in die gegengesetzte Richtung. Dreh doch mal einfach den Controller um. Jetzt und kreuz die Hände, wieder. Vielleicht geht's dann. Ganz strange. Und jetzt läuft er und zurück. Aiden, tu es nicht, da müssen wir hin. Ja. Da. Geschafft. Das Haus von Samuel Nails Morton. Huh. Dem jüdischen Gangster, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, bevor er sich ein kriminelles Leben in Chicago verschrieb. Morton war Mitglied der Northside Gang zusammen mit Dean O'Brien und so weiter und so weiter. Okay. Boah, die haben echt die, dass die hier nur diese Gang-Geschichte die ganze Zeit präsentieren. Ist auch ein bisschen. Nein. Boah, Leute, die Steuerung geht gar nicht gerade. Man muss es irgendwie immer in irgendein Auto schaffen. Wo haben wir denn noch was da oben? Ja, noch 4, 5 haben wir übrig da oben. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt wieder nicht geguckt, wie viele wir insgesamt noch haben. 10, aber bestimmt noch. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele. Ich muss versuchen, noch knapper daneben zu parken, dass wir wirklich nur aussteigen müssen. Ja, dann kannst du noch weiter und dann nach rechts. Hier. Da ist es schon, genau. Zack, John Hancock Center. Architektonisches Wunder, da haben wir wieder so ein Ding freigeschaltet. Wir sind Gebäudeliebhaber. Das Gebäude mit dem Spitznamen Big John ist eines der höchsten Wohngebäude der Welt. Der Pool befindet sich in der 44. Etage. Boah, das ist ja geil. Und gilt als der höchste Innenpool in Amerika. Können Sie sich diese Aussicht vorstellen? Man muss sich vorkommen, als würde man in den Wolken schwimmen. Vögel, die vorbeifliegen, haben dieses irritierten What the fuck-Gesichtsausdruck. Ich stell's mir gerade vor, wie so eine Amsel da vorbeifliegt. So. Du denkst, what the fuck? Liegen alle im Pool. Das haben wir wieder nicht geguckt, hä? Na, bei denen jetzt gucken wir. Rechts schon? Nein, wieder ins Auto. Ein Stückchen näher noch dran fahren. Ja. Weg. Da haben wir's. Commonwealth Hotel. In den Zimmern des Hotels muss es eine ganz schöne Sammlung von Dieben und anderer zwielichtiger Gestalten gegeben haben. Der berüchtigte John Dillinger lief durch diese plüschbedeckten Hallen. Und im Jahr 1933 waren Dr. Harold Cassidy und Dr. Willem Lösner hier eingecheckt und besaßen die Güte, Dillinger in seinem Zimmer einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Okay. Gut, dass man das hier auch alles erfährt. So, da haben wir alle. Dann geht's hier weiter. Jetzt haben wir 96 von 100, also echt nur noch 4 Stück. Dann haben wir sie. Dann haben wir sie gleich. Die ganze Sehenswürdigkeiten-Tour. Und dann gucken wir natürlich nochmal am Schluss auf den Fortschritt insgesamt, wie viel uns das jetzt alles gebracht hat. Wo ist es hier? Wieder ein bisschen da rein wahrscheinlich. Mhm. Hier genau, die Straße kurz reinfahren. Oder durch den Zaun. Geht natürlich genauso, wahlweise. Oh nein. Reicht leider noch nicht, doch. Sheraton Wave Club. Der George Bucks Moran und Julian Petardes Kaufmann von der irischen Northside Gang gehörte, zog ein exklusives Publikum an, das gerne um hohe Summen spielte. Aha. Also ist wieder so ein
Zockerladen, den sich hier die Mafia eingerichtet hat. Und da oben, ganz am anderen Ende der Karte, ist da, wo wir angefangen haben vorhin. Oh. Wir räumen mal hier kurz ab. Ihr habt doch alle aufgegessen, ne? Boah, nee. Drei Leute verletzt. Das lief nicht, so, nicht ganz so gut. Ja, die hat den Teller nicht aufgegessen. Deswegen sind die jetzt verletzt. So schnell kann es gehen. Aber ich musste die Abkürzung nehmen. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, ja, okay, ich fand okay, ja eh. Okay. Tisch mal kurz abräumen, ist völlig legitim. Hier haben wir noch Seaside Restaurant. An Bord, ihr Landratten. Dies ist die schönste seetüchtige Schaluppe zwischen all diesen Inseln hier. Also klettert an Bord und lasst euch den Fang des Tages schmecken. Ihr werdet euch fühlen wie ein Pirat, der einen vergrabenen Schatz gefunden hat. Und los, über die Planke los. Sorry, zurechtgelegte Metapher vergessen. Aber ist auch sehr schön hier. Ja, so mal gezeigt kurz wenigstens das Restaurant. Sieht echt ganz gut aus. Kriegt man fast ein bisschen Hunger. So, jetzt haben wir aber hier oben alle und es fehlen immer noch zwei. Das gibt's nicht. Oh, irgendwo haben wir zwei vergessen. Nein. Oh Gott. Schauen wir mal, wo wir was finden. Noch weiter unten links vielleicht? Das kann doch nicht sein. Irgendwo ganz weit draußen noch? Auf irgendeiner Insel? Den Leuchtturm hatten wir auf jeden Fall, genau, das weiß ich. Das weiß ich auch. Aber... Also Sachen, die weit draußen sind, haben wir auf jeden Fall. Vielleicht noch näher ran, da sind die an irgendeinem anderen Punkt sind mit dran. Zwei kleine weiße Haken versteckt, also die nicht so ausgegraut sind wie der hier zum Beispiel. Aber wo? Wo ist er? Da. Da ist schon mal einer. Können wir eigentlich mal direkt hinreisen. Oder ich meine, die beiden machen wir jetzt noch schnell. Ja, ja, klar, die machen Folge wir ein bisschen schnell, länger, aber die das fünf wäre Minuten ja haben wir jetzt noch. Genau. Was hat man davon, wenn man hier nicht weit genug reingezoomt ist am Anfang scheinbar? Oh, jetzt muss ich mit dem Laufbug irgendwie da hinkommen. Der ist immer noch da jetzt auch nach dem Reisen. Ja. Ja, da vorne steht ein Auto, aber bis dahin. Gerade habe ich es einigermaßen unter Kontrolle. Vielleicht so zack, Berg runtergefallen. Nö, es ging schon mal jetzt gut. Okay. Als wir hier oben auf Tour waren, das ist ja schon ein paar Folgen her. Ich glaube, hier oben haben wir sogar angefangen mit den Sehenswürdigkeiten, oder? Das kann gut sein, ja. Haben wir scheinbar eine liegen lassen. Das ist ja irgendwo hier in der Nähe von diesem Schrottplatz anscheinend. In dem kleinen Dorf mittendrin hier. Da ist er direkt. Anglerbedarf. In den letzten 5 Jahren kam es in diesem unscheinbaren Anglerladen zu mehr Polizeirazzien als in irgendeinem anderen Geschäft in Chicago in einem vergleichbaren Zeitraum. Obwohl diese Razzien nie etwas Illegales zutage förderten, haben die örtlichen Behörden immer wieder behauptet, der Laden sei ein Knotenpunkt für eine wachsende Außenstelle des Chicagos House Club. Okay. Ihr seht's da oben, wir haben 99. Nur noch ein einziges versteckt sich irgendwo. Ein kleiner weißer Haken. Wir haben ihn übersehen. Wo ist er? Komm schon, zeig dich. Mal ganz in Ruhe hier die Map irgendwie drüber gehen. Aber scannen hier Sie bin ich mir ziemlich sicher, zwei dass Augenpaaren. Wir alles haben. Bei dem Viertel bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir alles haben, weil das haben wir mehrmals durchgeguckt. Und hier ganz außen irgendwo gibt es gar nichts. Nee. So, und dann geht's hier hoch. Hier ganz außen haben wir auch alles. Wie nah kannst du noch ran? So. Meinst du, dies wurde verdeckt oder so? Ja, vielleicht? Ich kann mir nichts anderes vorstellen eigentlich. Tja, ich entdeck's zumindest gerade auf jeden Fall. Nee. Nicht. Es ist irgendwo gut versteckt. Der letzte weiße Haken. Da. Ah, das gibt's nicht.
Aber sonst ist die Map schon ganz gut gecleared, fällt mir so auf. Ne? Wir müssen halt hier noch so ein paar Fixer auf. Wir haben da machen. Echt jetzt schon einiges eingesammelt. Die Augen sind ja immer die Privatsphäre-Dinger, die fehlen auch noch. So langsam kommen wir der Sache näher auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir leider den einen Haken... das recherchieren ein bisschen. Aufschieben und gucken, ob wir den irgendwann dann nebenher in irgendeiner anderen Folge noch so erwischen. Gucken wir noch jetzt kurz, wie viel Fortschritt. 69,3, okay. Ja, und tatsächlich fehlt noch eine Sehenswürdigkeit. Das ist jetzt natürlich echt ärgerlich, aber wir können es jetzt leider nicht ändern. Ach, den finden wir schon noch früher. Den finden wir und dann zelebrieren wir das auch richtig. Genau. Ja, dann würde ich sagen, mal wieder danke fürs Zusehen und in der nächsten Folge gibt es dann endlich wieder Hauptmission. Jetzt haben wir wirklich lange genug nichts mehr gemacht, aber es war auch eben viel los, haben wir euch ja alles schon erzählt und jetzt kommen wir auch wieder dahin zurück. Alles klar. Bis dann. Freuen wir uns. Tschüss. Tschüss.